Der Tod nimmt kein Ende. Also wie mit dieser Sache habe ich das schon genug zu tun. Na, noch anbringen Sie mal da hier. Vor 30 Jahren haben Sie mir da ja die Zita reingestellt, gell? Habe ich mir gedacht, Gott sei Dank. Jetzt ist nochmal Schluss. Aber nein, nachher schieben Sie mir noch den Otto vorbei. Ne? Jetzt ist denn den da? Ja, zum Renovieren. Ne? Sparmaßnahmen. Ja, früher waren wir da ja mal so 10, ne? Aber heute. Nicht einmal mit dem Tod ist man großzügig. Und das ich will. Ne? Ja, da hat sie ja schon noch ein ganz ein anderes Format gehabt. Ne? Euch war ja der Tod immer recht. Hat sich auch noch bis über den Tod hinaus verteilt. Ja, da wird alle was davon an. Ne? Die Herzen in der Augustinerkirche, die da rein in St. Stephan, nicht? Und die Hüllen eben da bei mir in der Kapuzinergruft. Nicht? Und alle ohne Hirn. Ja, weil das Hirn, das ist ja... Gut, ja, Mann, wo ist jetzt eigentlich das Hirn? Man gehört es mir zum Herz, gehört es mir zu den Innereien. Wurscht, ne? Egal. Divide et impera. Teile und herrsche. Ich meine, also, ich darf mich nicht zerteilen lassen. Nein, wirklich. Aber schon das Herz von dem da zum Beispiel, ne? Also das ist ja der Sarg von Maximilian, nicht? Dem letzten Ritter. Der steht ja normalerweise in Innsbruck in der Schwarzwanderkirche. Da haben sie mir nur gerade da rumgelassen zum Renovieren, eh schon wissen, Hokus Pokus billiger, ne? Wurscht, ne? Aber jedenfalls, der Maximilian, der hat ja sein Herz der Maria geschenkt. Also praktisch nach dem Tod. Ne? Vorher natürlich auch schon, zu Lebzeiten. Sie ist ja seine große Liebe gewesen, die Maria. Nur dann hat sie es leider bei einem Jagdunfall aus dem Sattel ausgerissen, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes. 3 Tage später war sie tot. Und der Maximilian versteinert. Ja, und von da an hat er ja nur noch gekämpft. Das war der Schmerz und verlorener Liebe. Ja, verheiratet hat er. Aus Liebe vermehren. Daran hat er immer geglaubt, der Maximilian. Nur selber hat er keine Liebe mehr gefunden. Außer am Schlachtfeld. Also am Schlachtfeld der Gefühle. Obwohl, für Gefühle hat ja der gar keine Zeit gehabt, der Maximilian. Überhaupt damals. Hat ja keiner Zeit für Gefühle gehabt. Ja bitte, und deswegen geht es uns ja heute so schlecht. Ja, weil wir so wahnsinnig viel Zeit für die Gefühle haben. Ne? Na, wurscht. Jedenfalls, wie er dann gestorben ist, der Maximilian, hat er gesagt, er möchte, dass sein Herz bei der Maria liegt. Ne? Und dort liegt sie ja jetzt auch, oben in Brücke, in der Liebfrauenkirche, zu ihren Füßen. Ne? Die Innereien in St. Stephan, das Hirn, weiß man nicht, wurscht. Ne? Gut, bitte, wenigstens haben die Politiker damals erst nach ihrem Tod das hier verloren. Weiß ich nicht. Ich glaube, die kommen schon ohne auf die Welt. Ne? Na, eigentlich hätte der Maximilian, ja, der hätte ja in seinen Sack nach Innsbruck sollen, nicht? Aber der hat ja so viele Schulden bei der Stadt gehabt, die haben ihn nicht mehr hineingelassen. Nein, wirklich, die haben den nicht in seinen eigenen Sack gelassen. Das ist eigentlich schon arg, oder? Ja. Und dass man nicht in seinen eigenen Sorgen natürlich. Weil bitte 4 Jahre lang, nicht, 4 Jahre hat er seinen eigenen, selbstgebauten Sack überall hin mitgenommen. Auf alle seine Reisen. Das ist ein kleiner Transportsack, ne? Take-away-Sack sozusagen. Ja. Und dann lassen sie ihn alleine. Naja, jetzt liegt er in Wiener Neustadt, nicht? In der niederösterreichischen Provinz, der Waldtiroler. Ja, ohne Herz und ohne Hirn und alles. Nicht? Und mir stellt es da einen leeren, seinen leeren Sarkophag ein, zu meinem Kaiser, zum Renovieren. Ja. Bitte vielleicht mal sein Wohnbett. Ja, das wäre ja, das wäre logisch. Bei Umbetten tun wir sehr gerne in Wien, ja. Und die berühmtesten sind uns die liebsten. Nicht? Und der Chateau, da ist uns überhaupt jeder willkommen. Nicht? Die beten einfach ein bisschen um. Nicht? Und so kommt der Maxi in seine wahre Heimat. Die mir immer zu weit weg war.
Überhaupt. Wien war immer zu weit weg vom Schuss. Zu weit weg von Europa. Aber wenn du einmal da bist, in der Stadt, da bist du daheim. Ja, da bist du zu Hause, wo die Gemütlichkeit wohnt. Da bist du in deiner Mitte. In der goldenen Mitte. Soziales Leben zulässt, in Frieden unter Wölfen. Das ist die Bildung. Die Bildung. Meine Bildung. Alles erhalten durch meinen Geist. Na, immerhin. Auch du. Auch an dich erinnert man sich noch durch meinen Geist. Durch deine Kinder. Also, vor allem durch mich. Wenn du meinst, das mit den Kindern, das tut mir sehr leid. Das muss es nicht, Mama. Du wärst sicher ein guter Vater. Also, warst du ja. Mama, das ist wirklich egal, es ist vorbei. Müsst ihr andauernd so laut sein? Mein Gott, Sissi, ihr Schönheitsschlaf. Als ob dir Gott jemals was bedeutet hätte. Das sagt man so. Das finde ich nicht. Ich finde, es hat was mit Anstand zu tun, ob man den Namen des Herrgotts einfach so herbeizitiert oder ob man ihn meint. Bitte verschont mich mit diesem altmodischen Gequassel. Altmodisches Gequassel? Sissi, bitte. Dann sag ihnen doch endlich mal etwas altmodisches Gequassel, der ist fast 200 Jahre älter als ich und sagt zu mir altmodisches Gequassel. Jetzt mach doch endlich mal dein Maul auf. Es müssen nicht immer Kriege ausbrechen, bevor du endlich mal dein Maul aufmachst.
verstehst du nicht, Mama. Ja, ich weiß, ich habe alles falsch gemacht. Wenn du Kinder... Oh, verzeih mir. Es ist ja so ungerecht. Mama, das macht nichts. Wirklich nicht. Ich konnte mich dafür konzentrieren, auf mein Amt, auf mein Geschäft. Mit Kindern ist das sowieso so eine Sache. Sie sind so süß, wenn sie klein sind. Und dann werden sie groß und die ganzen Probleme wachsen mit ihnen. Und dann stehen sie vor dir und fragen dich, die du gar nicht beantworten kannst. Zum Beispiel, warum du sie eigentlich in die Welt gesetzt hast. Ich wollte ja öfter mit dir spielen, aber ich hatte eben keine Zeit. Bitte, Mama, es ist in Ordnung, es ist jetzt gut! Das Tag für Tag, Jahr für Jahr. Und du bist auch nur noch am Abnehmen. Naja, ein wenig Bewegung könnte euch allen mir nicht schaden. Joggen und so. Na, Joggen, Reiten, Fechten, Tod. Ich weiß nicht, wie viele Leute beim Joggen direkt aus ihrem Tod schon gekippt sind. Und das soll gesund sein. Franz, willst du nicht endlich mal was sagen? 1, 2, 3, 5. Ach, Mann, Hitsche und der Fall. Dauern diese vielen Knochen um mich herum endlich am Ausgang. Und? Wo ist er eingekehrt?
Zuerst war ich in Salzburg, hatte ziemlich starkes Heimweh und parlierte kurz auf der Getreidegasse. Das war echt urartig. Eine Souvenir, Dirndl und Zuckerstadt ist das im Nord der grauslichen Weiber und tausende von geschwitzten Japsen um mich herum, hoch, oben, überall und rein. Ich habe ja das Gefühl, die tragen dort alle schon ihr Dirndl im Kopf. Ja, dann bin ich ab nach Wien, kurz bei der Stanzi vorbei und eine in die musikalische Zeitschleife on air. Schön, dass Sie da sind. Ja, ich muss auch sagen, Eure Majestät, bei euch in der Gruft ist es einfach immer am geilsten. Einfach coole Luft und echt cooler Sound. Servus, Wolfferl. Servus, Sissi, heiße Frau. Sag, hast du dir wieder die weißen Strümpfe angezogen? Vielleicht, willst du nachschauen? Du weißt genau, was passiert, wenn ich nachschauen komme. Dann komm und lass es gleich passieren. Warum verliert in dir die Zeit so schnell? Warum wird's draußen wieder hell? Ich will, dass du noch bei mir bleibst. Beneide ihn um deine Zeit. Was Leben noch gelangt, bist auch schon wieder weg. Wann noch ist dein Platz? Gebraucht noch dein Gedeck? Alle sind so fröhlich, heiter und gut drauf. Haben gute Laune, geben niemals auf. Trinken noch den letzten, bleiben auf den Gang. Die Arbeit hat es dann doch geschafft.
Die Arbeit, die manische Hingebung und Bevorzugung einer abstrakten Sache vor jeglicher Menschlichkeit. Alles war wichtiger. Und unsere ach so große Liebe war wie weggeblasen. Ich ließ mir die Haare schneiden, färben, nahm zu, nahm ab, trug rote, blaue, gelbe Klamotten. Du merktest es nicht. Du merktest gar nichts. Aber doch einmal sagtest du zu mir, Sissi. Und ich dachte erst, na endlich. Endlich fällt dir mal was auf an mir. Dann sprachst du weiter und sagtest, du müsstest endlich zum Onkel Doktor gehen, deine Zähne werden schwarz. Ich habe dir nie gesagt, dass du aus dem Mund stickst. Ich habe mich auch nie darüber beklagt, wie unmännlich ich dich finde in dem ganzen Getue mit deiner Mutter. Ich war einfach nur müde. Ich habe dich gebeten, fahr mit mir auf die Kapverdischen Inseln. Oder nach Capri. Oder nach Korfu. Oder wenigstens nach Triest. Mir ist hier alles zu eng. Ich kriege keine Luft mehr in diesem Wien. Aber du hattest ja immer Wichtigeres zu tun. Du stehst Kopf, hast du gesagt. In deinem Büro stehst du Kopf und weißt gar nicht mehr, wo du anfangen sollst vor lauter Arbeit. Gottlob, dass es die Gymnastik gibt. Wohlverdiente Wochen des trainierten Körpers. Ich verachte diese grauenhafte Fettleibigkeit, dieses Zuckergegesse, dieses Fleischhaufen in sich hineinstopfen, dieses genusssüchtige, gierige Folter. Ist doch alles zum Kotzen. Tralala. Das Volk nur, aber
das ist zu träge, um aufzustehen. Wer die Macht hat das Recht. Das kümmert mich, mein dummes Geschwätz von gestern, wenn mir heute etwas anderes zum Vorteil gereicht. Am meisten wehrt die Macht ohne persönliche Entscheidung. Ein klar und deutliches Jein. Oder ein bestimmt dezidiertes Vielleicht wird Wunder. Alle stehen um dich herum, sie nicken bedächtig mit dem Köpfen, keiner bewegt sich, alle schauen hoffend, dass noch etwas anderes aus mir herauskommt. Aber da kommt nichts. Edge. Mit der Zeit gewonnen, wir vertagen mal das Ganze und schieben das Problem auf. Vertrösten, hinhalten, aussitzen. Ja, diese Methode hat bei uns die letzten 700 Jahre wunderbar funktioniert. Wir sind gut aufgestellt, ein neues Paket ist geschnürt, wir werden frisches Wachstum in unsere Banken hineinblasen und neue, gesunde Anleihen auflegen. Morgen ist ein neuer Tag. Verschieben wir das morgen auf übermorgen. Oder am besten gleich auf das nächste Jahr. Das Gestern wird zum wahren Element. Entscheidungslos kann die Vergangenheit das Gestern verwalten, das Alte erklären und die Zukunft mit lauen Lügen wegsperren in einem düsteren Keller irgendwo in der Provinz. Danke. Danke, Franz. Darf ich euch Fund und Beidel vorsingen? Was will er? Erzherzog, wieder zu Besuch. Auf der Durchreise sozusagen. Die ganze Besuchen? Seit wann ist eine Frau hier bei uns begraben? Hat doch niemand behauptet, dass sie hier begraben, meine Anna. Liegt wie ich sehr glücklich in der Hand. Ist aber schön von dir, dass du uns wieder mal besuchen kommst. Er ist sozusagen auf dem Weg zurück zu seiner Anna. Zu meiner Anna, ja. Ja, die Postmeistertochter. Was für eine Karriere. Ja, dafür hat er freies Geleit und kann sich von Sarg zu Sarg frei bewegen. Ich muss sagen, ich beneide ihn. Er kann uns besuchen kommen, wann immer es ihm gefällt. Aber gleich heiraten. Aber darf ich euch jetzt bitte, bitte meinen neuesten Hit vorstellen? Also, noch ist es nicht. Aber der mir. Ja, der Erzherzog Johann Jodler wäre mir lieber. Ja, eigentlich auch. Ja. Ho, ho, ich gehe und steh von dir, mein Herz zu weh. Obersteiger und der Platz, was blies. Oh, das Spitzenkleid und oh, der Kanzler fällt. Oh, mein lieber Herzog Johannis. Oh, ja, aber das Neue, das ist einfach viel stärker. Einfach auf den Punkt gebracht. Und wie geht das Neue? Funk und Beide. Hör auf! Das ist ja widerlich. Manipulieren, glauben, hoffen, unverheiratet mit dem zwanghaften Versuch, lieben zu wollen, bis dass der Tod dich scheidet, dreht sich's doch immer nur um diese beiden kleinen Silben. Müsli und Schwert. Zensur! Mes enfants, s'il vous plaît. Nicht immer dieser anstrengende Kindergarten. Wir haben größere Probleme zu bewältigen. Die Welt ist aus den Fugen. Und ihr tönt immer über euren hausbackenen Anekdoten. Europa, wo gehst du hin? Wo ist die Einheit? Wo steht der Sinn? In einer durch und durch korrumpierten demokratischen Diktatur? Ich hab dir immer gesagt, Kultur macht Menschen besser, sie reicher. Wir haben heute keine Zeit mehr für Kultur. Boah, ist jetzt mir echt zu anstrengend. Bis irgendwann. Netterlich! Wund und Bein sind Geschwister und der Arsch ist Kriegsminister! Franz Josef, bitte! Werde nicht rasch, ganz schnell alle zusammenhelfen. Ist unser aller Ende gewiss?
Du thematisierst die Umwelt? Ach, was Umwelt, das ist meine geringste Sorge. Nein, die Gruft, die machen sie dicht. Da bin ich ganz sicher. Die Gruft machen sie dicht? Das ist ja schrecklich. Wir werden aufgelöst? Gut so. Da wird Geld frei. Das wird interessant. Josef! Da, wer braucht uns noch? Ach, was redet er denn da? Die Kaiser hören endlich auf, Kaiser zu sein. Woher weißt du das, Oma? Ich weiß es nicht. Es ist nur so eine Art Instinkt. Der Bratfisch hat vorher vom Umbetten lamentiert. Da schoss es mir plötzlich. Die wollten uns umbetten in irgendeinen unbedeutenden Keller. Aber warum sollten sie das tun? Sparmaßnahmen. Unsere Kassen sind leer. Wir bräuchten dringend eine neue Belüftung. Unsere Särge korrodieren vor sich hin. Und ist euch schon einmal aufgefallen, wie seltsam unsere Sarkophage hier beieinander stehen? Es wäre auch wirklich an der Zeit. Es waren auch schon seit Tagen keine Besucher mehr da. Keine frischen Blumen, keine Bilder, gar nichts. Nehmt euch bitte nicht alle ganz so wichtig. Die Welt braucht uns. Sie wäre ein ganzes Stückchen ärmer ohne uns. Das finde ich auch. Aber umbetten heißt doch nicht stilllegen. Das verstehst du nicht. Wem gehört denn dieser Sarkophag da? Na, Maximilian, ich weiß. Der Erste. Max von Mexiko? Nein, Maximilian der Erste. Er war schon 300 Jahre vor dir tot. Der Tiroler. Eigentlich Niederösterreich. Also der war immer lieber Tiroler sein wollte. Schade, den Max von Mexiko finde ich aber spannender. Na, der liegt doch eben neben Zimmer. Ja, ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Er ist ja auch berühmter und schöner als der Tiroler. Der Tiroler ist ja auch schon länger tot. Der Max von Mexiko. Du meinst seinen Schwager, den Mexikaner, der aus Brust Kaiser von Mexiko werden wollte. Aber er hat die Ideale. Und der Franz Josef hat ja dann auch die Federkrone von den Montezumas nicht mehr hergeben wollen. Also bitte, ein bisschen an Respekt bitte ich dir aus, ja? Der Mexikaner war schließlich mein Bruder. Als ob dir das jemals wichtig gewesen wäre. Bitte. Oder warum glaubst du, ist er bis nach Mexiko gegangen? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ja, wer hat dem Armen denn gesagt, wenn er Karriere machen will, soll er zu den Hottentotten gehen? Die interessieren sich noch für sein liberales Gefasel. Immerhin haben wir heute noch die Federkrone des Montezuma. Ja, du hättest dir auch ausgestopfte Indianer aufgestellt, hätte man sie dir mitgeschickt. Entschuldigung, ich hab mir nie einen Neger ausstopfen lassen, ja? Das verbiete ich mir, das war der da. Aber der Angelo Soliman ist schon ein sehr lieber Neger. Sehr schön. Also einen Menschen wegen seiner Hautfarbe in ein Museum zu stellen, das ist doch total daneben! So begabt war er. Schach spielen konnte der wie kein anderer. Sogar den chinesischen Lilliputaner hat er besiegt. Chinesischer Lilliputaner? Der erste Schachcomputer. War ein chinesischer Lilliputaner. Chinesisch? Weiß ich gar nicht. Ja, ein kleiner Mensch auf alle Fälle. Ja, aber kein Uhr! In seine Piston bringen. Und den habt ihr ausgestopft und ausgestellt? Natürlich nicht. Nur besonders edle Wilde fanden in unserem Naturkabinett Einlass. Wir sind sie doch auch alle ausgestopft und ausgestellt. Eben. Und damit ist vielleicht bald Schluss. Der Sarg ist leer. Ich stelle einen leeren Sarg zu uns. Das sagt doch alles. Wir fungieren hier maximal noch als Depot. Aber was? Das machen die da oben doch aus Ersparnisgründen. Das ist doch alles sehr verständlich. Der Bratfisch ist ihm der beste Restaurant und so teils Wien und nicht Tirol. Josef, ich hab deinen Fatalismus wirklich satt. Kuss, Pokus, Gratibus. Und die Tiroler freuen sich einen Ast, wenn der Wiener für ihre Särge bläst. Ja! Sehr lieb! Fürchtet euch nicht. Ich bin's. Max, was machst du da? Euch besuchen kann man. Ich dachte, du weißt in Wiener Neustadt. Die Berge mochte ich immer lieber. Ich war in letzter Zeit öfter in Innsbruck. Max, wir sind hier in Wien. Ich weiß, aber selbst in Wien gibt es Konrad den Berge oder den Kahlenberg, den Leopoldsberg, den Spitzberg. Ja, ja, das Alter zieht noch mehr Runzeln in unseren Verstand als in unser Gesicht. Was weiß man denn schon zu Lebzeiten über das danach? Da hast du recht. Man sollte sich auf jeden Fall viel weniger Stress machen. Zeit ist nun wirklich relativ. Ganz mein Credo. Und bleiben tun doch irgendwie die Kinder. Siehst du. Da fand ihr es auch gut an. Entschuldige, Josef, das ist mir leid. Mein armer Bo. Aber du warst doch wirklich zu garstig zu der armen Maria Josefa. Die Mama verschone mich. Zugegeben, ein bisschen Hausbacken war sie schon. Aber einmal Kinder machen. Augen zu, schnell drauf und fertig. Es tut mir leid, dass du nicht wieder bist.
nur vorbeigekommen, um dich mit Mama zu verbünden. Ach, das Ganze ist ein Irrtum. Mein Hiersein ist ein einziger Irrtum. Jahrzehntelang habe ich daran gearbeitet, dass meine Sommerresidenz endlich nach Brügge gebracht wird. Zu Maria! Ja, zu wem denn sonst? Endlich waren alle Formulare ausgefüllt, der internationale Wettbewerb schön ausgehandelt. Die Belgier haben den Zuschlag gekriegt, weil sie tatsächlich viel billiger waren. Und trotzdem bin ich in Wien gelandet. Obwohl aus Wien das teuerste und das unverschämteste Angebot kam. Angestellte sind teuer. Ja, aber sicher. Und die Wiener waren schon immer gute Verhandler. Und Säufer. Ja, und nur billig ist ja auch nicht interessant. Unsere lieben Österreicher haben sich doch sogar den eigenen Staatsvertrag ersoffen. Hauptsache, seid euch einig. Alles für das Volk, aber nichts durch das Volk. Alles für die Liebe. Und wenn einmal du gefühlt, dass es deine Bestimmung ist, bei dir und zugleich bei ihr zu sein, ohne zu wissen, was das morgen bringt, du hast deine Heimat gefunden. Keine Angst mehr vor der Zukunft haben, weil der bloße Augenblick dir schon genügt. Verbunden mit dir. Mit dir. Jeder Zweifel zieht sich zurück in die dunklen Schatten deines Selbst. Ja, Servus, Martin. Dann werden wir uns wiedersehen. Der Narben lacht, der Wunden Liebe vergibt. Ich riech deine Nähe.
sieht aber hübsch unordentlich aus. Na ja, ich bitte untertänigst zum Verzeihung, aber normal ist die Gruft ja eigentlich gerade kurzfristig wegen Renovierungsarbeiten vorübergehend geschlossen. Diesen Elendsarkophakter, den haben wir gerade hereingestellt zum Renovieren. Bitte, und da habe ich mir gedacht, wenn die Gruft ohne dies vorübergehend wegen Renovierung geschlossen ist, ist ja wurscht, wo gerade steht. Vorübergehend, ja. Ja. Zu ist sie, die Gruft, ja. Völlig verschuldet und die noch lebenden Kaiser pleite. Aber bitte unser neues Lüftungssystem. Eingespart. Burgtheater und Metaller kriegen jetzt die Knete anstelle der Gruft. Aber ich habe schon ein brandheißes Sanierungskonzept. Das wird der Hit. Weltklasse. Ein Sanierungskonzept? Ah, kommt das an und nicht, dass Sie haben eine Idee? Natürlich. Die Gruft wird zum Ausstellungsraum. Wir sammeln alle woanders eingegrabenen Habsburger ein und vereinen sie zum ersten Mal gemeinsam in der neuen Gruft. Weltklasse. Das ist ein super Plan. Nein, danke. Na, wirklich sehr super. Aber bitte, wenn wir unter die nächste Bemerkung gestattet ist. Wir sind ja jetzt schon voll. Ja, Schatz, ich habe ja nicht einmal mehr eine Werkstatt, ich arbeite ja nur mehr in der Nacht. Nicht? Und tagsüber müssen alle diese halb renovierten Sachen wieder genau an Ort und Stelle stehen. Nicht? Bitte, da bei Maximilian ist was anderes, bei dem da. Aber bitte schweig, Herr Still, das ist ja unerträglich. Seine faden Geschichten mag er den Toten erzählen oder immer dem, der es hören will. Unter denen schon Verzeihung, aber die Gruft ist voll. Für Särge ja, aber nicht für Kunstwerke. Wir sammeln all die einbalsamierten Körper und machen Edelsteine aus ihnen. Weltklasse! Die Frage wird sein, aus wem kriegen wir den besten Stein? Die Gruft räumen wir frei und machen hier in der Toskana-Gruft den Hauptausstellungsraum für die kaiserlichen Diamanten. Und jedes Jahr gibt es bei Sotheby's, eine kaiserliche Versteigerung. Hol dir deinen Herrscher fürs Schlafzimmer oder trag direkt die imperiale Macht am kleinen Finger. Und für die künftigen Nachfolger ist auch schon gesorgt. Generell, der ganze Adel kann sich in Form der gepressten Diamanten in die Gruft legen. Die wissen ohnehin alle nicht, wohin mit ihnen nicht, denn irgendwie sind die ja alle miteinander verwandt. Ja, bitte die Maria Theresa, wo schütten die noch hin mit all ihren Kindern? Durch den Verkauf der Diamanten wird so viel frisches Geld da reingespült, dass wir uns einen Zubau locker, und zwar locker, leisten können. Hier brechen wir durch. Ja. Direkt in den Kapuzinergarten. Und dort errichten wir das erste Kaisergrab unter einer kristallenen Kuppel. Weltklasse. Und die Herzen da rein und das wird alles verdiamantisiert? Schauen Sie, aus allen Höhlen produzieren wir jeweils zwei Diamanten. Einen größeren für die Gruft und einen kleineren für die Herzen. Herz mit Diamant. Weltklasse. Wir veranstalten große Herzfeierlichkeiten, Herz-Events, Herz-Clubbings. Endlich kommt in diese Gruft da neben rein. Kapuzinergruft wie wir. Die Innereien und dann gar nicht. Erst die Herzen, dann die Innereien. Vielleicht kann man sie ja demnächst mit Hilfe des genetischen Codes wieder lebendig machen. Dann brauchen wir die Innereien als Information. Na, dann haben wir zwar den Code geknackt, aber die Hüllen sind nur Diamant. Er soll nicht immer so vorlaut sein. Kann man den Code knacken, dann ist die Hülle ja Nebensache. Sie sind ja dann auch keine Kaiser mehr, sondern neue Menschen. Neue Herrscher. Ja. Und alle ohne Hirn. Weißt du, wie wir damals einfach losgezogen sind über die Paläste, alles hinter uns geblieben ist? Wir waren uns einig, niemals zurückzusehen. Einfach komme, was da will, es wird immer gehen. Es ziehen die Wälder so leicht vorbei. Wir schenken Glauben, der Weg macht uns frei. Wieder, immer wieder, reißt es uns so her. Keiner sagt, es ist einfach. Alle sagen, es ist schwer. Stunden ziehen weiter. Es erscheint
Uranus. Trinkst aus dem Sieder, wird es so fein. Deine Augen leuchten, wirst ins Gedächtnis eingegangen sein. Ja, wieder, immer wieder, reicht es schon her. Keiner sagt, es ist einfach. Alle sagen, es ist schwer. Stunden ziehen weiter. Es erscheint okay. Zwei Bier und Befahrung. Der Abschied tut so. Habe die Ehre, du Dull. Vierte Andreas.
kann ich machen. Komm später mal auf einen Speck vorbei und der Schnapsel. Servus. Das ist ja schon, jedes Objekt kann da bei uns hereinspazieren und wir sind dazu verdammt, in unserem Platz zu bleiben. Wir sind nun mal Kaiser, aber du bist doch eh am liebsten immer in Wien. Ja, aber so ab und zu, so alle 100 Jahre dürstet es mich schon ein bisschen nach Sommerfrische. Also wenigstens bei dir, oder? Ah, der ist vernichtet! Wenn ich das gewusst hätte, ich hätte niemals Kaiserin werden wollen. Fest hänge ich am Haus der Habsburg, festgekettet an meinen Sarg. In dieser grottigen Gruft. Kommt denn aus, Sie Flecken! Meine Maria in Fröge. Er hat doch noch immerhin eine Sommerresidenz. Er pendelt fröhlich von Innsbruck nach Wiener Neustadt. Und jetzt sogar Wien. Was nützt mir jedes Kastell, jeder Sarg, wenn die wahre Residenz meines Herzens unerreichbar entfernt mir liegt? Verdammt bin ich nach Wiener Neustadt. Und einsam schweife ich durch meine Hofkirche, betrachte meine schwarzen Mandeln und versinke im Bildnis meiner Maria. Und verstehe bis heute nicht, warum der Volksmund aus meinen Statuen die Schwarzmandeln gemacht hat, obwohl da fast die Hälfte davon Frauen sind. Schwarzmandelfrauen müsste man heute eigentlich sagen. Schwarzmandarinen. So ein bürgerliches Armengrab ist im Grunde das einzig wahre. Dann kannst du danach gehen, wohin du willst. Frei ist der, der frei entscheidet. Davon sind wir doch Galaxien entfernt. Wir fesseln an unseren Sarg, an unsere letzte Ruhestätte. Kaiser hin, Kaiser her, möge ich mich endlich immaterialisieren. Das wäre Freiheit. Endlich befreit von eurem geistlosen, stupiden Gefasel. Diamanten wollen sie aus unseren Höhlen machen, um ihren Staatshaushalt zu sanieren. Familie beisammen ist, dann ist die Seele am Ehrenplatz. Wenn man hier bei mir ist, bin ich da neben mir. Ohne mein Liebes bist so tief in mir. Alle starren mich an. Soleiman, 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 Angelus.
Schimpelt in der Franzensgasse. Und heute singen sie seine Lieder mit Tränen in den Augen und schwelgen von großen Sohle. Aber in die Gruhe mal aus. So ist man in diesem Lande immer umgegangen mit seinen großen Töchtersöhnen. Aus der Kultur, aus der Wissenschaft, aus der Forschung. Eine in die Gruhe zuschicken, fertig aus. Ne? Hört ihr wie damals? Na ja, keine Kultur. Na ja, keine Wissenschaft, na ja, keine Forschung. Gemütlicher Stillstand, das ist in diesem Land das heurige Lied der allgemeinen Versöhnung. Das Wiener Herz ist eine goldene Hyäne. Ich weiß noch nicht, nach welcher Seite es sich strecken sollte. Ach, Wiener Herz, warum bist du so in Farbe? Aber mit dem besten Freund, dem Alkohol, schaut es noch einmal gleich wieder viel besser aus. Ich mache mir jetzt einen starken Kaffee und dann ab ins Bett. Das war wirklich eine harte Nacht. Das tut ja gar nicht so unmöglich. Das ist nur wurscht. Hier? Nein, das war der Rudolf. Der macht es jeden Tag. Ich muss um der Zeit. Da könnte nichts mehr stecken im Kopf. Ein armer Bub. Rudi? Ja, Mama. Geht's dir eh gut? Geht so, Mama. Da will ich halt endlich einmal was Ordentliches arbeiten. Da will man dieses dahin studieren und wohltätig sein den ganzen Tag. Das führt halt auch zu nichts. Er wird seinen Weg schon finden, Franzl. Halt doch ein bisschen lau. Das ist ein Höhentag. Nicht der Mann, der Geld macht ein Reich schwach, sondern der Menschen und menschliche Fähigkeiten. Was hat denn das jetzt mit uns zu tun? Heute ein wenig Abwechslung, die euren Alten hier. Josef, du bist immer so mieselsüchtig. Glaub halt ein bisschen an Gott und an deine Moral. Wenn Gott den Menschen gemacht hat, um einige Minuten im Stalle der Erde zu leben, so muss er ihm unumgänglich Nahrungsmittel verschaffen. Denn es wäre ungereimt, wenn er ihm mit Hunger und einem Magen ein Geschenk gemacht und vergessen hätte, ihm Nahrungsmittel zu geben. Ich fasse zusammen. Die Welt hat zu wenig zu essen. Die Welt ist also aus den Fugen. Viel schlimmer aber ist noch, dass man die letzte Begräbnisstätte der großen Herrscher eines vereinten Europas schließen möchte. Die Vergangenheit wird ausgelöscht und wegrationalisiert. Alle sind zu unterwegs, ein wenig Zukunft zu erhaschen, von der keiner weiß, wohin sie führt. Jeder ist auf seinen raschen Vorteil bedacht und alle sind sie hinter dem großen Geld her. Durch Verdrängung der Vergangenheit sind die Menschen aber nicht in der Lage, aus ihrer Geschichte zu lernen und machen immer wieder die gleichen Fehler. Dann erfinden sie auch noch die Demokratie. Was bedeutet es schon unterm Strich, ob man in den paar Tagen, die man zu leben hat, Eigentümer oder Mieter ist? Was wirklich zählt, ist, dass man sie mit denkenden Wesen verbringt. Dann Jahre ziemlich froh, hab schon
gar nichts mehr passiert. Von Macht war ich durchdrungen, im Schwarze ganz befreit. Alle waren so freundlich, ich wächst im Untergang geweiht. Hey! Max von Mexiko, er macht uns frei, er macht uns froh. Max von Mexiko, Max von Mexiko, er macht uns frei, er macht uns froh. Immer nur das Gute für jede Frau und jeden Mann. Hab leider übersehen, meine Frau zerbrach daran. Ich dachte, es geht immer weiter, humanes Regieren. Es lebe die Freiheit im Liberalisieren. Doch die meisten glaubten nicht an mich und wollten nicht verstehen. Eine Kugel traf mich und ich musste von euch gehen. Und alle! Max von Mexiko, Max von Mexiko, er macht uns frei, er macht uns froh. Wo sind die Hände? Max von Mexiko, Max von Mexiko, er macht uns frei, er macht uns froh. Er macht uns froh. Max von Mexiko! Sehen. Maxi, ich hab dich echt vermisst. Wisst ihr, wen ich gerade getroffen hab? Wer ist gestorben? Er hat wen getroffen, Franz? Den Erzherzog Johann! Was? Der ist tot? Er hat den Erzherzog Johann getroffen! Nee, dann ins Herz! Er hat mir ein sehr lustiges, wahrhaftiges Lied vorgesungen. Fangt er jetzt nicht auch noch damit an? Na, so schlecht mach ich es jetzt auch wieder nicht. Aber bitte nicht dieses ordinäre Gestanzwort. Das müsst. Bitte nicht! Ja, das würde ich wenigstens ein bisschen lockerer machen. Habt ihr Männer denn gar nichts anderes im Kopf? Die Menschen, die brauchen Unterhaltung, Abwechslung, Party. Die Menschen brauchen Kommunikation und Spaß miteinander. Das habt ihr, die Herrinnen, alle irgendwie ein bisschen vergessen. Da hat er ja nicht ganz unrecht. Und was ist mit der Liebe? Verzeih mir, aber mit der Liebe kommen wir hier nicht weiter. Wieso? Ich meine Spaß als Lebenskonzept, als Vision einer möglichen Staatsform. Gratuliere. Immerhin 3 Jahre hat deine Herrschaft gedauert. Anschließende Hinrichtung inklusive. Ja, und? Wer ist berühmter? Bitte, wer ist berühmter? Wer ist berühmter? Einfache Frage. Schwer zu sagen. Also ich finde, also irgendwie, klar. Ach ja, er hat seine Liebe ebenfalls vergessen, im Traum in seiner Lust. Sie war anderer Ansichten. Ich habe sie zu nichts gezwungen. Im Irrenhaus ist sie gelandet, in der schrecklichen Schweiz. Ich finde, unser alter Max hat's auch zu was gebracht. Ich bin auch schon länger tot. Ganz Innsbruck hat er zur Residenz gemacht. Ich bin viel länger tot. Vielleicht bin ich deswegen ein klein wenig in Vergessenheit geraten. Das herrliche Schloss Neugebäude in Wien nicht zu vergessen. Ich bin ja sowas von lange tot. Ja, als ob es darum ginge. Es geht doch um die Intensität des Daseins, den Augenblick. Ich habe an etwas geglaubt. Ich habe auch geglaubt, unter tiefsten Schmerzen. Ja, das Geißeln habe ich ja schon nicht verstanden. Aber warum, um Himmels Willen, bist du 4 Jahre vor deinem Tod mit deinem Sarg herumgereist und hast verordnet, dass man dir nach deinem Tod alle deine Zähne rausbrechen lassen soll? Es waren doch vollkommen andere Zeiten damals. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Nichts haben wir gehabt. Wir waren umgeben von schrecklicher Provinz und geistigen Nullnummern. Das ist ja heute nicht viel anders. Nicht viel anders. Meine große Liebe war einfach nicht mehr da. Und damals tot. Da verliert man schon manchmal die Orientierung. In Europa herrscht seit dem Totaldiktat des Kapitalismus verheerender Stillstand. Wer die Macht hat, schaut danach, sie zu nutzen und sich hemmungslos zu bereichern. In Mexiko herrscht kein Diktat. Das Diktat der Beherrscher des internationalen Drogenhandels. Tausende Tote, Milliardengeschäfte und ein heilloses Durcheinander. Alles sehr liberal.
würden alle Regierungen und Herrscher das Zeug nicht so scheinheilig verdammen, wäre alles viel leichter und gerechter. Und der Staat könnte eine Menge Geld damit verdienen. Wieso scheinheilig? Ja, da ist doch sowieso jeder nimmt, der danach trachtet. Und die Obersten zuerst, weil es so verlogen teuer ist, aber ein unglaublich starkes Selbstwertgefühl hervorruft. Herrlich, und alle sind berauscht. Besoffen sind die meisten sowieso. Na, was hat ein Flaschern von dem herrlichen Weißen damals in der kaiserlich-königlichen Hofapotheke gekostet? 28 Groschen. Und alle durften es offiziell in der Apotheke beziehen. Jeder konnte es sich leisten und Freud hat mit Hilfe des lustigen Weißen sogar seine Traumdeutung geschrieben. Das ist doch schön, dass sich freut. Und wo wären wir heute ohne Hanf? Was wir einen Totalschaden verursachten, keine Liberalität. Wer unsere Kleider, Seile, Kräuter, medizinische Substanzen und Weihrauch nicht zu vergessen, alles tabuisiert, verdrängt und zum Schlechten verdammt. Ein Verzicht auf das Wirken ist unter Umständen ebenso verdienstlich wie das Wirken selbst. Sind die Arbeiter motiviert und gut drauf und haben Anteil an dem, was sie erschaffen, sind sie leichter zu lenken und arbeiten leistungsstärkender. Diese ununterbrochene Unterdrückung der Kolonien hat Europa doch nur geschwächt. Aber ohne Kolonien kein Reichtum, keine Bauten, keine Grenzen, folglich auch kein Königreich. Unser großes, ruhmreiches Meisterstück ist es doch angemessen zu leben. Alles andere, zu herrschen, Schätze zu bewahren, aufzubauen, sind doch bestenfalls Anhängsel und Requisite. So? Warum sagt da jetzt keiner was? Wie geisterreich. Kann man sich in Mexiko als Toter frei bewegen? Woher soll er das denn wissen? Wenn ich zu Lebzeiten geahnt hätte, dass ich als Kaiser nach meinem Tod an meine Grabstätten gekettet bin, meiner selig, ich hätte mir noch 20 andere gebaut. Zumindest noch eine. In Antwerpen. In Brüssel, Franzl. Brügge, in Brügge. Aber die hätte dir doch spätestens der Josef alle zusammengelegt und dich auf ein Grab umgebettet, aus Ersparnisgründen. Gell, Josef? Insofern ist es eh wurscht. Da hast du wohl recht. Wenn wir hier wirklich weg wollen, dann schaffen wir das. Man erschafft sich doch sein Glück selber. Unser Denken ist ein kühnes, riskantes Spiel, weil unser Denken, genau wie unser Schicksal, nicht erhaben ist über den unberechenbaren Zufall. Zufällig liegen wir jetzt alle hier und sind trotzdem alle tot. Das hat ja wohl nichts mit Zufall zu tun. Dort, wo ich hin will, kann ich nicht. Und da, wo ich bin, will ich nicht. Ein zutiefst wienerischer Urzustand. Sie fehlt mir so, meine Magier. Aber was bleibt, sind nicht die Kinder, nicht die Taten, nicht die Kriege, sondern nur die... Wie es ist diese Maria? Ist das jetzt die von Johanna der Wahnsinnige und Lambert im Lama? Die Wahnsinnige war ihre Schwiegertochter. Ihr Sohn war Philipp der Schöne. Oh, der Schöne? Ach, das ist ja sehr fein. Ah, da möchte ich jetzt einen Beschluss fassen. Erhebt euch bitte. Ich stelle euch mit dem Antrag auf Gründung des Institutes zur Bewahrung des Gefühls der ewigen, wie war das jetzt gleich? Ansatz, Franzl. Ansatz? Nein, bitte, nein, du, jetzt hast du mich wieder ganz mit Ansatz. Aufsatz, das. Hiermit stelle ich den Antrag auf Gründung des Institutes zur Bewahrung des ewigen Aufsatzes. Grüß Gott miteinander. Servus, Grete! Grüß dich! Offensichtlich sind wir wirklich die einzigen Subjekte auf Gottes Erdboden, die in ihrer Gruft verharren bis an St. Nimmerlein. Wir sind hier, weil wir Kaiser sind. Hast du das immer noch nicht kapiert? Und wann hören wir auf, Kaiser zu sein? Niemals! Der Kaiser bleibt der Kaiser, über den Tod hinaus! Nein, das glaube ich nicht. Der Max von Mexiko hat schon recht. Man erschafft sich sein Glück selber. Das Glück von Max ist doch der Kommunismus, ja! Das ist ja der Max, jetzt sag Kommunisten! Die Mörder schafft uns immerhin das Land Tirol geschenkt. Ein großer Baustein im Herzen Europas. Dass du Tirol Österreich geschenkt hast, davon lebt Minja heute noch. Aber von Herzen gern, weil ich es alleine nicht mehr abhalten können. Und weil mir das Glück von meinem Land halt besonders am Herzen gelegen ist. Ich habe meinem Land gedient. Trotz aller Schmerzen und der Untertanen, nein. Warum sagt die Geschichte eigentlich, die
Die Maultasche schirrt mit der Zins. Das ist eine lange Geschichte. Da verändern sich die Wahrnehmung. Das Jung macht alt. Bist du schön, vertragen sie's nicht. Bist du gescheit, finden sie's blöd. Bist du kreativ, so frisst sie der Neid. Bist du frei, hat keiner Freud. Sei klein für die anderen, dann geht's dir gut. Sei schwach und brav, das gibt ihnen Mut. Dass sie besser sind, dass sie besser sind als du. Sei klein für die anderen, dann geht's dir gut. Sei schwach und brav, das gibt ihnen Mut. Emanzipationsangelegenheit ist uns so maßlos überschätzt. Emanzipation, was? Die Unabhängigkeit der Frau. Ach, der ist so ein Blödsinn. Es geht doch um die Freiheit der Frau. Es geht um die Freiheit des Individuums, den kriegst du Willen. Jeder redet mal Unsinn, das Unglück ist nur, es dauert zu tun. Äußere Gelenk immer noch. Aber der ständige Wunsch, euch zu vergrößern und euch immer mehr einzuverleiben, hat euch blind gemacht. Wir glauben an ein vereintes Europa. Vereintes Europa? Sehr richtig, ein vereintes Europa, errichtet auf den Grundsätzen des Europäischen Gerichtshofes und dem Glauben an die Menschenrechte. Ja, ja, es hat aber bei aller Rechtschaffenheit und Verheiraterei zwecks Landesgewinnen auf uns vergessen. Auf die Liebe. Sehr richtig. Und den Respekt. Eine jahrhundertealte Macht hat euch korrumpiert und großkopfert werden lassen. Was ist jetzt mit der Liebe? Können wir nun weg oder nicht? Aber wir sind Kaiser von Österreich. Wir können hier nicht weg. Es müsst einfach alle ganz fest dran glauben. Und schon seid ihr dort, wo es gerade sein wird. Aber wenn es endlich einmal auf die Kraft der Liebe besinnen wartet, dann war zumindest das Problem von Maximilian gelöst. Aber sind der Kraft der Liebe? Das ist doch ein esoterischer Scheißdreck! Schauzen! Ein Mitglied des Kaiserhauses, so erfolgte in der Regel nur wenige Stunden nach Eintreten des Todes die Sezierung des Leichnams durch den Hofmedikus vulgo Arzt in den abschließenden Entfernung der Eingeweide wie ich da lerne das nicht. Es geht nicht, ich kann das nicht. Ich bin Restaurator und kein Führer. Schuster, bleib bei deiner Reihe. Aber was ist, wenn die wirklich ernst machen mit den Diamanten? Dann brauchen die ja gar keinen Restaurator mehr. Aber am besten vielleicht einen Abstauber und einen Führer eben. Also weiter. Die anschließende Einbalsamierung mit kostbaren Ingredienzien wie Kräutern, Ölen und Bienenwachs. Nach heutiger Sicht total primitiv, war damals ein Muss. Der natürliche Verfallsprozess sollte zumindest über die mehrere Tage andauernden Brauerfälligkeiten verhindert bzw. verzögert werden. Bitte, wo ist denn jetzt mein scheiß Werkzeug her? Hat er das auch schon verraten? Nichts passiert! Ist immer noch da! Der tolles emanzipantes Ding. Also alle Hoffnung vergebens. Vielleicht haben sie es verkauft. Ja, na, damit sie wenigstens ein bisschen Geld hereinspielen. Mein Werkzeug. Écoutez, mes enfants, ich habe da so eine Idee. Die Grete hat mich da gerade drauf gebracht. Wahrscheinlich sind wir alle hier fest an unsere Gruft gebunden, also an uns gebunden, weil wir immer noch nicht freien Herzen sind. Wir sind doch alle herzlos. Unterbrich mich jetzt nicht. Die Grete darf zu uns, weil sie erkannt hat, dass es genügt, ihre Liebe zu leben. Mama. Sie hat es geschafft.
nicht zu verbittern. Und schlussendlich hat sie sich aller materiellen Dinge entledigt, die ihrem Herzen lagen. Nicht wieder deine Seitensprunggeschichten, die gehören jetzt wirklich nicht hierher. Ach, was Seitensprung. Diese Albernheiten nehme ich nicht wichtiger, als sie es verdienen. Das ist ihr Glück. Die Frauen haben nicht Unrecht, wenn sie sich den Vorschriften der Männer nicht fügen wollen, die die Männer verfasst haben, ohne die Frauen zu fragen. Vielleicht sind wir ja immer nur zu feig. Zu egoistisch. Eben. Und die Feigheit ist die Mutter aller Grausamkeit. Maximilian liebt. Und ich weiß jetzt ein Mittel, seine geliebte Maria hierher zu schaffen. Die Tat allein beweist der Liebe Kraft. Und was sagt uns das jetzt? Die Nützlichkeit des Lebens liegt eben nicht in seiner Länge, sondern in seiner Anwendung. Ja, das sage ich ja die ganze Zeit. Die Betonung liegt auf Nützlichkeit. Versteht ihr denn nicht? Die Natur hat uns frei und ungebunden in die Welt gesetzt und wir kerkern uns ein in ein kleines Stück Land und zuletzt in eine Gruft. Aber wir haben doch alles versucht. Wenn wir es schaffen, nur für einen kurzen Moment, all unsere Energie nur Maximilian zu schenken, all unsere persönlichen Befindlichkeiten mal sein zu lassen, dann hätte Maximilian sie lieber eine Chance. Und kann Maximilian nicht nach Brügge? Vielleicht kann ja seine geliebte Maria durch unsere gemeinsame Kraft nach Wien. Wenn wir unsere Liebe leben, haben wir alle eine Chance. Mir ist das zu esoterisch. Das finde ich egoistisch. Wir sind aus lauter Flicken und Fetzen so kunterbunt zusammengestückelt, dass jeder Lappen jeden Augenblick sein eigenes Spiel treibt. Die Liebe schafft alles. Sie ist groß und langmütig. Sie duldet, sie verzeiht. Alle Widersprüche finden sich in mir. Schamhaft und unverschämt. Keusch und geil. Geschwätzig und schweigsam. Geizig und verschwenderisch. Lügnerisch und wahrhaftig. Aber die Liebe besteht. Yeah.
Es ist leichter, ein Buch zu behalten, als das, was drinsteht. Ein Sieg war in meiner Welt, das kann halt. Es ist Ihre Welt, die mich groß macht. Und unsere Welt, die mich ganz erfüllt. Meinst du, Mama, dass auch die Esoterik einmal verschwinden wird? Wie zwei Parallelen, die sich irgendwann in der Unendlichkeit kreuzen? Das menschliche Denken wird nämlich sinnlos, wenn es kein Ziel hat. Hier geht's jetzt nicht ums Denken. Ja, ja, der Glaube versetzt Berge. Sind wir in der Lage, an unsere Liebe zu leben und daran zu glauben? Ich glaube, die Berge sind stärker als menschlicher Glaube. Wir haben seit 70 Jahren keinen Krieg. Wir leben in einem vereinten Europa ohne Grenzen. Ich verehre die Grundsätze der Demokratie. Sie hat uns frei. Das ist ein schwarzer Humor. Muss vielleicht einer von euch sein Werkzeug verstecken? Einer von euch Geistern! Wie kommt es, dass der uns sehen kann? Kann er nicht, er spricht doch nur zu uns. Na, ich spüre euch, wie ihr da hockt seit Jahrhunderten und runterschaut auf euer schönes, altes Europa. Dass wir stets durch Liebe suchten zu vereinen. Mama. Ist doch wahr! Und muss er sich jetzt wieder geißeln, weil es gerade so schön ist? Das mit dem Geißeln, das verstehst du nicht. Wenn es also möglich ist, durch gemeinsame Liebe Unmögliches zu erschaffen, meine lieben Kinder, Verwandte und Freunde, dann lasst uns doch bitte dran glauben und mutig voranschreiten im Lauf unserer beschränkten Zeit. Good.